Seit dem Aktionstag Mobil ohne Auto am 17. September gibt es auf der Kreisstraße 1243 durchs Tiefenbachtal kein Durchkommen mehr. Die Gemeinden Beuren, Neufen oder die Stadt Auen sind nur noch durch Umwege erreichbar. Auch die Deponie Blumentobel ist während der Sperrung nur über Beuren erreichbar. Die Umwege sorgen nicht nur für Ärger bei den Verkehrsteilnehmern, sondern auch für Stau auf den Umgehungsstraßen. Nun haben am Montag die Fräsarbeiten am Abzweig zum Gewerbegebiet Ried in Nürtingen begonnen. Wir waren mit der Kamera dabei, als die großen Fräsmaschinen ansetzten, die Straßenbelege abzufräsen. Dabei konnten wir hautnah erleben, wie viel Fingerspitzengefühl für die Bedienung einer tonnenschweren Straßenbaumaschine nötig ist. Mehrere LKWs führen die weggefrästen und geschredderten Straßenteile zu den Recyclinghöfen. Nebst den Arbeiten am Straßenbelag werden auch gleich die Gehwege bei den Parkbuchten im Tiefenbachtal neu geebnet. Die aufgestellten Straßensperren und die Fahrverbotsschilder scheinen einzelne Verkehrsteilnehmer jedoch nicht zu interessieren.